Hallo und herzlich willkommen zu Pokémon Ultramond und wir befinden uns genau bei Masureka im Hausboot und wollen die letzte Prüfung angehen, oder? Mal kicken, was sie so sagt. Dass du mich hier besuchen kommst, bedeutet sicher, dass du meine Prüfung ablegen willst. Hab ich recht? Ja klar. Hehe. Mach dich bereit, es ist Prüfungszeit. Okay, die quatscht gar nicht nach Roma. Okay, du musst folgendes tun. Gegen mich kämpfen. Ja, das war hier bei allen anderen auch so. So, Masureka, forder uns heraus. Und kommt mit Flunkkiefer. Ja, mal sehen. Ich glaube, das geht noch. Aber schlimmer wird's dann, wenn sie reine Fee-Pokémon vorholt. Aber mal sehen. So, Flunkiefer ist auf alle Fälle besiegbar. Los, Knocker. Das ist doch dein Gebiet. Erstmal wählt er schon was ab. Fruststampfer. Okay. Ja, wir sind ja einiges gewinnt. Im letzten Part haben wir also Necros mal sozusagen Schlagseite bewiesen und uns kann nichts mehr irgendwie erschrecken. Heißt Tiefsack, Fruststampfer. So stark ist das gar nicht, so kräftig. Okay, das wäre schon mal geschafft. Erfahrungspunkte. Ein Granbull. Ein Granbull und ich weiß so recht nicht, was ich mit dem machen soll. Das ist diese Fee-Variante, von der ich gesprochen habe. Okay, wir nehmen mal den Vollrock und ich hoffe, das hohe Level kann irgendwie ziehen ein bisschen. Guck mal, 57. Los, das schaffst du doch, oder? Effektiv, Fuchtler. Na genau, und dann nochmal und dann haben wir es geschafft. Alter, jetzt kommt ja auch noch mit Erdbeben oder so. Ach, die... okay, irgendwie die... Der macht einfach weiter. Vor Erschöpfung ist er verwirrt. Hat auch noch ein paar Bieren bei gehabt, die wir eigentlich wegen Necrozma hatten. Bundlebee. Na klar, wollen wir wechseln. Der ist ja schon völlig fertig und kaputt. Zurück. Okay, Flammen. Ah, nee, irgendwie haben alle Pokémon, die sie hat, irgendwie sind die schneller. Und geben uns erstmal Paroli. Ja, gut, dagegen kannst du nichts machen. Und weg. Kicke, Rückstoßschaden. Aber wir streichen dich mal. Lokok erreicht 65 Level.
Und der hat wirklich gute Werte. Matsuriga ist besiegt. Wow, wie stark bist du denn? Da falle ich ja aus allen Wolken. Immer 6.120 Poké-Dollar. Na gut, ich dachte, wir müssen Lokok. Nö. Oh, und die falsche Bürze. Nein, hier unten ein bisschen. Wow, deine Inselfante schafft etwas ganz Besonderes zu sein. Hier, du bekommst von mir dieses Blütenblatt als Beweis dafür, dass du mich besiegt hast. Und wir erhalten ein rosa Blatt. Das rosa Blatt wurde in der Basis-Items-Tasche und so weiter. Aber meine Prüfung ist noch nicht vorbei. Ich möchte, dass du bei allen Captains Alolas vorbeischaust und dir von jedem ein Blütenblatt abholst. Okay. Also gut, marschieren wir mal raus und fangen mit dem ersten an. Ich glaube, da müssen wir hinfliegen und vorher müssen wir auch Pokémon heilen. Ich mach mal so. Warte, Glurak-Flieger. Die fahren nach Mele. Holy City. Klingt ganz gut. Da sehen wir gleich, dass wir auf diesen ganzen Wassergebieten überhaupt nicht fahren. Aha, und? Nee, da wollte ich gar nicht hin. Ich wollte hier rein. Hallo Trainer und so weiter. Na klar. Vielen Dank für deine Geduld. So, Pokémon sind wieder fit und jetzt müssen wir Ölima einen Besuch abstatten. Im Dauerlauf. Die hatten wir alle schon. Ich glaube, das war hier runter irgendwie. Hier lang. Ach, guck mal. Fuego. Hey, du hättest mal ruhig warten können. Man wird sich doch wohl noch 5 Minuten darüber freuen dürfen, Ilima besiegt zu haben. Übrigens, Lisa. Ich habe schon von Gladio gehört. Du hast also echt Alola gerettet? Wie? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie stolz es mich macht, dass ich meine Inselwünsche mit einem tollen Trainer wie dir begonnen habe. Das spornt mich total an. Immerhin will ich dir ja in nichts nachstehen. Kämpfe aus Jugend und Tollerei sind natürlich in Ordnung, aber wenn man zu sehr auf den Spaß konzentriert, anstatt sein Bestes zu geben, ist es den hart kämpfenden Pokémon gegenüber schon irgendwie unfair. Schimpfführung. Auch ein cooles Pokémon hatte ich schon mal. Ich weiß, dass du gewinnen willst. Ich werde dafür sorgen,
dass der Wunsch Wirklichkeit wird. Und bevor ich es vergesse, hier habe ich ein Top-Elixier für dich. Setz es ein, wenn sich ein Kampf zu sehr in die Länge zieht. Okay, habe ich wirklich noch nie gebraucht. Wenn wir beide unsere Inselwanderschaft abgeschlossen haben, müssen wir bei einem Kampf mal so richtig ernst machen. Um als Redner zu gewinnen, sollte man mit seinem Pokémon auf derselben Wellenlänge sein und zusammen Spaß haben können. Ich werde diesen Ansatz perfektionieren. So, weg ist er. Und ich glaube, wir müssen noch ein Stückchen hier lang, ne? Halt mal dahin. Wieso steht denn der da? Hallöchen, ich bin's, Captain Elima. Du hast ja ziemlich viele Z-Kristalle gesammelt, Lisa. Du leuchtest förmlich. So ein Leuchten oder Glänzen oder wie auch immer man es nennen mag, ist wichtig. Meine Mutter war früher Theaterschauspielerin und ist daher viel herumgekommen. Seit meiner Kindheit habe ich sie auf ihren Reisen begleitet. Die Schönheit meiner Mutter, wenn sie auf der Bühne ganz ihre Rolle verschrieb, hat mich zutiefst bewegt. Dadurch ist mir eines klar geworden: Jemand, der etwas mit Hingabe tut, was immer es auch sei, strahlt ein Leuchten aus, das ans Herz geht. Sei es das Leuchten mit Z-Kristallen oder das Glitzern von Herrscherstickern. Als Captain versuche ich, alle zum Strahlen zu bringen. Ab genug davon. Du bist wegen Matsurikas Prüfung hier, nicht wahr? Dann zeig mir doch mal, wie viel stärker du geworden bist. Na klar. Für mich ist es auch eine Art Prüfung, bei der ich herausfinden muss, ob die Strategie, die ich mir zurechtgelegt habe, funktioniert. Übrigens, ein junger Mann, Elima, fordert uns heraus. Und er kommt nach wie vor mit normalen Pokémon. Nee, da muss ich irgendwie Kampf hervorholen. Zeig mal. Ich glaube, das macht der Logok. Ja. Oh, Primarine, tut mir leid. Ja klar, durch den Tausch sind wir jetzt noch nicht ganz als erster dran. Aber der fährt ab. Ist der doof? Was soll ich das sonst nehmen? Er kann nicht alle abwehren, oder? Doch. Mein Dogok. Limited. Jetzt bin ich ganz schnell, aber na gut, dann eben 10-mal den Fruchtlarm. Ach, der Fruchtlarm wird wiederholt. Vor Erschöpfung verwirrt. Cola Leo.
Ja, wir wechseln mal. Weil Wolfrock ist irgendwie fertig. Und verwirrt und Knocker. Also jetzt muss ich mal kicken, ob ich irgendwie Beleber habe noch. Okay. Na klar, und habe ich auch einen Top-Beleber? Hab ich auch. Das kostet mich schon ein bisschen eine Runde. Einsetzen und Lokok. Denn ich habe einen Ema-Kampf. Der ist viel geschlagen und ich tausche ihn aus. Okay, Knocker ist noch fit. Kampf. Der Mangospektor hat uns ja ziemlich durcheinander gebracht. Schon wieder ein Fehlschlag. Und jetzt kriegst du einen Himmelhieb von mir. Sag doch. Wumms, weg. Erfahrungspunkte ohne Ende. Ein Farbigel. Ich will aber nicht wechseln, weil Elima hat sich den Normal-Pokémon verschrieben. Und dann wird es wohl so bleiben. Der fällt auch ab. Vielleicht habe ich noch was an. Surfer? Okay, ich bleib jetzt mal bei Logok und hol meinen Schuss raus. Ja. Okay, das war ja wohl durch den Level. Nicht schlecht, diese Runde geht an dich. 6.021 Pokédollar auch von ihr. Oder von ihm. So, und den Föhn mal rausgeholt. Aha. Und der Brunnen noch. Geht doch. Du bist, nein, du und dein Pokémon seid ein noch interessanteres Team geworden. Hier, dieses Blütenblatt strahlt die gleiche Wärme aus wie ich. Ach so, Elima strahlt Wärme aus. Ja, vielleicht hätte ich männlich sein sollen. Bin ich aber nicht. Damit hast du schon zwei Blütenblätter. Was wohl passiert, wenn du alle sieben beisammen hast? Tja, der Weg zur Blume. Tali hat auf dem Mahalo-Bergfahrt übrigens ziemlich hart trainiert und bereits deutlich an Stärke hinzugewonnen. Was sagst du, soll ich dich zum nächsten Camp bringen? Nee, ich hab vorher nämlich noch was anderes zu erledigen. Sprich mich einfach an, wenn ich dich zum Schattendschungel bringen soll. Okay, das werden wir dann auch tun, aber nächstes Mal haben wir irgendwie hier auf der Insel nochmal
ja, eine Kleinigkeit auf Affing zu tun. Aber bis dann, bis zum nächsten Part. Tschüss.